Moin meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge. Leute, heute machen wir eine Reaction über einen Song von einem anderen YouTuber. Und ich dachte, eventuell kann ich euch ein bisschen mit meinen musikalischen Kenntnissen, mit das alles, was ich so in den letzten Jahren dazugelernt habe, auch mit DSDS, so ein bisschen, einen Song mit euch zusammen bewerten und natürlich auch mal den YouTuber ein bisschen nebenbei noch einen guten Props ballern, denn... Meine lieben Freunde, Flauschi hat offiziell ihren ersten Song rausgebracht, Leute. Der Song heißt Pink und ich muss sagen, der ist vor 4 Tagen rausgekommen. Der hat 85.000 Aufrufe und allein das ist schon richtig krass hier. Fast 7.000 Likes. Ihr seht, ich habe auch schon kommentiert vor 2 Tagen, als ich das erste Mal gehört habe. Fast 800 Kommentare. Mega, mega, mega gutes Ding geworden, Freunde. Und da wollten wir jetzt einfach mal zusammen reinhören und die ein oder anderen Sachen dazu sagen, Leute. Ballert auf jeden Fall ein Like, schreibt es jetzt in die Kommentare, wenn ihr weitere Videos wie diese haben wollt, beziehungsweise wenn ihr wollt, dass ich auf viele andere Songs reagiere, lasst es mich gerne wissen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß jetzt mit dem Video. Intro geht schon los, House Pink, Skin Pink, finde ich geil. Warum? Weil der Song direkt damit startet und zeigt, wer sie ist. Und sie ist einfach die Person, wenn man Pink denkt in YouTube, Minecraft, denkt man an Flauschi. Und deshalb finde ich das schon stark, dass man auch den Songname Pink hat, weil der beinhaltet ja sehr, sehr viel von Flauschi. Das ist so, als ob ich zum Beispiel einen Songnamen schreiben würde über die Gitarre, weil jeder weiß Kian Gitarre und sie hat das mit Pink gemacht, sehr, sehr stark. House Pink, Skin Pink, House Pink, Skin Pink, House Pink, Skin Pink. Ich bin Flauschi, baue schnell wie der Wind und meine Story beginnt und auch mein Haus ist in Pink. Sehr, sehr stark. Warum? Weil sie erzählt, wie ihre Geschichte begonnen hat. Sie erzählt, was sie jetzt machen möchte. Und sie erzählt auch allgemein diese ganze Geschichte, was sie jetzt tun möchte. Und zwar, wie sie Songs raushauen, Leute. Und was gibt's Schöneres als die Musik, wenn man YouTube noch mit der Musik verbindet, Freunde? Richtig, richtig nice. Und das ist schon die erste Line, die sehr, sehr gut ankommt, Freunde. Also starke Sache. Lass mir mal Pink. Ach, das ist sogar doppelt. Also dann war das wahrscheinlich der Refrain, Leute, ihr müsst euch vorstellen, im Refrain ist das ja meistens so, dass du hast ja 2 Takte, also es gibt 4/4 Takte, es gibt 16er Bars, es gibt verschiedene Takte und im Refrain singst du halt theoretisch gesehen die Lyrik, die du vorher gesungen hast, nochmal. Wie in diesem Fall, Flauschi mag Pink, sie ist im Dinosaurier-Skin, seid dabei und singt. Und das singt sie ja nochmal. Deshalb handelt es sich hier wahrscheinlich um den Refrain, soweit ich weiß. Eigentlich, aber das passt ja auch. Refrain, das war der Pre-Chorus. Jetzt kommt der Chorus. Pre-Chorus heißt immer, wir steigen in den Refrain rein. Also die ersten 4 Takte vor dem Refrain. Und dann kommt der Refrain und das hat sie jetzt gemacht. Das ist dann wahrscheinlich die Strophe. Also das war jetzt die Strophe, das hört man auch vom Beat raus. Sie hat jetzt die Lyrik gedoppelt nochmal, wie im Refrain. Aber das ist wahrscheinlich so gemacht worden wegen dem Beat, Leute. Weil wenn ihr auf dem Beat hört, die Drums sind noch nicht... normalerweise sind ja die Drums bei dem Song dieses... Das war ja noch nicht da und deshalb hat sie wahrscheinlich das gedoppelt. Kann man machen. Auf jeden Fall würde ich persönlich nicht tun, aber kann man auf jeden Fall machen. Geil. Ah, das war jetzt die Strophe gewesen. Finde ich sehr, sehr stark. Und jetzt kommt wahrscheinlich, das ist der Pre-Chorus, Leute. Pre-Chorus ist immer der Aufbau zum Refrain. Also das, was jetzt passiert. Und jetzt kommt der Refrain gleich. Und. Ja, das ist der Refrain. Wisst ihr, was ich geil finden würde? Wartet mal, wir hören mal kurz den Chorus an. Alter, geil. Wisst ihr, was ich geiler finden würde? Natürlich, das ist schon 10 von 10, Freunde. Ich will gar nichts jetzt kritisieren. Ich kritisiere auch gar nichts. Ne? Ich find's geil. Aber ich würde es geil finden. Ich finde, das würde so ein Ohrwurm nochmal reinhauen. Dieses beim Refrain singt sie ja, wartet. Das ist der Pre-Chorus, haben wir jetzt gelernt.
Blauschi mag Pink im Dinosaurier-Skin. Und dann, wo dieses Pink-Pink kommt, statt dieses Pink-Pink, würde ich ein Dam dam da 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 da. Das würde sich halt so ein Ohrwurm nochmal rein verpassen. Das würde sich nochmal geil anhören. Wir können ja mal mitsingen und dann könnt ihr ja mal sagen, ob sich das gut anhört. Let's go. Ey, hört mal, sowas jetzt. So, was meint ihr so? Sowas hätte ich, würde ich voll geil finden bei dem Beat, bei dem Song, weil der Song baut sich ja so auf, dass du den Refrain singst. Blauschen mag da 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 da. Und dann, wenn dieser Outro-Refrain kommt, dass man da noch so eine Melodie hinzufügt oder selber reinsummt oder singt, dass das einfach so im Ohr bleibt. Aber trotzdem natürlich Pink, 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 auch geil. Was mir auch aufgefallen ist, Leute, achtet mal auf das Musikvideo, das auch, muss man sagen, richtig geil geworden ist. Weil zu jedem Pink kommt eine neue Szene. Da ist halt das Musikvideo natürlich sehr, sehr gut gelungen. So, was kommt danach? Ah, jetzt kommt ein Outro. So viel besser als Candy werden. Also, Real Talk. Outro sehr, sehr gut gelungen. An der Stelle sehr, sehr gut gelungen. Auch guter Part. Song dauert auch nicht so lange, was ich auch sehr, sehr gut finde. 1,47, ne? Man sagt ja immer so zwischen 2 und 2,30 ist gut, aber 1,47 gerade jetzt hier in diesem Bereich, auch für den ersten Song, finde ich gar nicht verkehrt, ist sehr, sehr gut. Hört sich auf jeden Fall mega an, der Song ist bestimmt auch jetzt schon mittlerweile auf Spotify. Und ihr habt es gesehen, vor 2 Tagen habe ich kommentiert, jetzt würde ich euch meine Bewertung abgeben. Und zwar gebe ich dem ganzen Song eine 9 von 10, Leute. Eine schöne 9 von 10, muss man einfach sagen. Gerade auch, weil es der erste Song ist, gerade auch, weil sie keine Sängerin ist und eine Sängerin jetzt wird. Persönlich sehr, 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 sehr schöner Track. Ich natürlich, aber das liegt daran, weil ich halt so Musikfreak bin, würde einfach nach dem Refrain hier, wo dieser Refrain kommt, diese Stelle hier nicht doppeln. Genau. Das würde ich einfach nicht doppeln, ne? Das, was da kam. Aber sonst war das Song, Leute, ein starkes Ding. Alles hat gepasst, alles hat sich gut gereimt. Inhaltlich war das Song richtig geil. Musikvideos sind eh immer richtig gut bei den Leuten, bei den zwei. Und beattechnisch auch so ein EDM-Pop-Beat, kann man sagen. Richtig geil mit den schönen, schnellen Drums. Also ich finde den Song sehr geil, Leute. Ihr könnt ja gerne auch eure Meinung mal in den Kommentaren schreiben. Ich würde auf jeden Fall den Song sehr, sehr gute Bewertung geben. Und ja, Freunde, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr Bock habt auf weitere Reactions von anderen YouTubern und anderen Songs, wir könnten ja mal auf so alte Songs von iCrimex und Standardskill nochmal eingehen und die ein oder anderen Geschichten da rausholen. Wenn ihr Bock darauf habt, lasst es mich gerne wissen. Und ja, ballert gerne ein Abo, ballert gerne ein Like, Leute. Kommentiert, wie gesagt, gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht schon bei der nächsten Reaction. Und passt auf euch auf, haut rein und ciao, Leute. Bis dann.